Warten und zusehen, wie das Vermögen immer weiter steigt. So einfach ist das Erfolgsrezept an der Börse. Geduld bringt Geld, das beweisen auch die Zahlen. Statistisch gesehen machen Aktien über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 7-8% pro Jahr. Ereignisse wie Finanzkrise, Pandemie oder Kriege mit eingerechnet. Wir raten immer dazu, wenn man in Aktien beispielsweise veranlagt, dann sollte man langfristig denken. Denn wir wissen alle, an der Börse können die Kurse auch einmal eine Zeit lang stark nach unten gehen. Und dann geht es darum, dass man auch wirklich eine längere Zeit durchhalten kann. Aber man sollte eine langfristige Perspektive haben. Man sollte nur das investieren, was man auch versteht, und nicht schnell in Panik verfallen, wenn alle anderen panisch werden. Erste Erfahrungen mit Wertpapieren können Teilnehmer beim Börsespiel von Raiffeisen Oberösterreich und den Oberösterreichischen Nachrichten sammeln. In diesem Jahr waren rund 10.000 mit dabei. Er hat gewonnen. Andreas Hettmann aus Eggerding im Innviertel. Der Preis, dieses neue Auto. Für mich war am Anfang wichtig, dass ich gleich eine gezielte, gute Auswahl trifft. Und das habe ich halt schon einen Monat vorher entschieden. Der Schwerpunkt ist trotzdem auf die Tech-Aktien gelegen. 70% Tech-Aktien, 10% waren dann Biopharmazie, also Biohack im Endeffekt. Und 10% haben wir dann noch gehabt in der Automobilindustrie. Daimler zum Beispiel war da ein ganz wichtiger Faktor. Mit seiner Strategie hat der 23-Jährige in nur 2 Monaten 27% Rendite erzielt. Mit der Börsenrealität kann man das Spiel aber nicht vergleichen. Nein, sollte man auch nicht, aber es dient ja dazu, dass man mit der Materie vertraut wird, dass man weiß, was Wertpapiere überhaupt sind, wie sie gehandelt werden können. Da kann man im Spiel durchaus mehr riskieren als im wirklichen Leben. In der Wirklichkeit spielen Wertpapiere wie Aktien oder Fonds eine wichtige Rolle, vor allem im Bereich der privaten Altersvorsorge. Ich glaube, die demografische Entwicklung läuft darauf hinaus, dass wir neben dem staatlichen Pensionssystem auch ein bisschen privat vorsorgen sollten, um in der Pension dann auch genug Geld zu haben. Beim Börsenspiel sind insgesamt 134.000 Aufträge mit einem Transaktionswert von 870 Millionen Euro abgewickelt worden. Meistgehandelte Aktien waren die drei amerikanischen Technologiekonzerne Nvidia, Microsoft und Tesla.